Das ist das Glücksspiel der jungen Leute so. Also da muss ich Montana schon irgendwie teilweise recht geben, aber ich als Abhängiger von einer gewissen Sache würde niemals meinem Dealer die Schuld geben, wenn ich abhängig bin oder abkacke. Oder ich bin eigentlich ein Fan davon zu sagen, dass die Eltern das auf dem Schirm haben, was die Kinder sich reinziehen, was sie... Du ekelhafter Dicker. Dann sind den Motherfucker. Give me them Tranny Vibes, man. Tranny. Ein Video von ABK, das fand ich voll interessant, weil ich bin ABK-Follower und ich bin auch Montana Black-Follower, ja? Und ich habe gesehen, ABK hat ein Video hochgeladen, Montana Black mag mich und ich ihn auch, hihi, aber ich muss den trotzdem ein bisschen backbend, sorry, Bro. Weil ich habe letztens mir das Video auch reingezogen, wo der mit, wegen Knossi und so, ne? Wo mit Glücksspiel, dies, das, bla. Und ja, Mann, Digga, ich glaube, da will er jetzt nochmal drauf eingehen. Ich finde es ein sehr interessantes Thema so, weil das Ding mit Glücksspiel promoten und so ist auch eine Sache, wo ich mich auch schon mal gefragt habe, so, würde ich das machen, würde ich es nicht machen? Ich habe einmal hier auf Stream habe ich Poker gespielt so. Und da war schon so, hatte ich schon so komisches, weil ich habe schon Cash Game gespielt, so, weißt du, wie ich meine? Lass mal reinfetzen. Hey, hätte die Twitch-Szene von Monte reinschneiden sollen, wo er sagt, dass Booster Abzocker und Schmutz sind. Und dann im nächsten Clip, wie er sagt, ich bin mit Gamers Only Partner geworden. Nee, Booster, also ich persönlich halte überhaupt nichts von Booster. Eine abgetragene Schuld an der Gesellschaft später. Gamers Only ist ab sofort mein Partner. Fokus Booster von Gamers Only. So, den Fans von Monte ein bisschen Nähe und Sympathie verdrücken, damit die mich auch feiern. Check. Ich mag Monte wirklich. Der hat auch unnormal korrekt auf mein Video reagiert. Ich küsse. So eine Sachen sind halt immer so eine Sache, ne? Wenn man einmal in der Öffentlichkeit ein Statement abgegeben hat zu einer gewissen Sache und dann wieder dann doch in der Sache dann zurückrudert, beziehungsweise sich doch dazu entschließt, was in die Richtung zu machen, dann kann man halt sehr krass auseinandergenommen werden. So, ich erinnere mich an das Video von Shirin David. Ich erinnere mich an den Meme, den die da zusammengeschnitten hatten, wo Shirin David einmal bei Worldwide Wohnzimmer, bei dieser ganzen Mad-Geschichte. Könnt ihr euch noch dran erinnern, Chat? Da hat die nämlich auch so krass geredet, so von wegen, ey, ich kann nie wieder mit Mad, weil das geht ja gar nicht, Homophobie und so. Und dann hat die so ein Beispiel gemacht, von wegen so, ich würde auch nicht meine Titten einfach so, ich habe mir meine Titten machen lassen, so in der Öffentlichkeit zeigen und so, dies, das, bla. Und dann kommt so ein Cut und dann, gib ihm, Baby, gib ihm. Das ist halt immer so eine Sache, ne? Ich würde dann halt einfach in der Öffentlichkeit mich bei gewissen Themen, wo ich mir nicht sicher bin, ob die in der Zukunft sich vielleicht eventuell noch ändern können, einfach auch mich bedeckt halten, ne? Weil sonst können so eine Dinge entstehen. Hallo dafür. Der Bruder ist mit uns, der ABK-Army, so. Das heißt auch, dass dieses... Und natürlich kann man aber seine Meinung auch ändern. Aber als Person des öffentlichen Lebens ist es halt immer schwer. Du sagst einmal was in der Öffentlichkeit und es bleibt dann da. Die Leute denken, du bist immer noch auf dem Mindstate, auch wenn du dich vielleicht... Es kann sogar sein, manchmal... Ich habe auch schon manchmal so eine Scheiße gelabert. Ich habe schon 10 Minuten später eine andere Meinung gehabt. Wisst ihr, was ich meine? Gerade kein Beef-Video ist, auch wenn gerade draußen Apo hat. Apo, das heißt erstes Red? Junge, Apokalypse, habe ich gesagt. Geh mal bitte wieder Wasser. Apo, das heißt erstens Red, geil. Auch wenn gerade draußen Apokalypse. Apo, das heißt erstens Red? Junge, Apokalypse, habe ich gesagt. Immer bitte zu Massagen verteilen. Aber nein, Monte steht auch auf Transen, genauso wie ich, deswegen ich mag ihn. Aber wir müssen jetzt trotzdem kurz behandeln. Lieber Monte, genauso wie du mich konstruktiv kritisieren kannst und ich mich auch dieser Kritik annehme und entsprechende die zwei, Digga, geil. Grenzen folgen, würde auch ich dich gerne auf einiges hinweisen. Zumal du in deinem letzten Video über mich auch meintest, dass dir meine Kritik nicht tiefgründig genug war. Zum Beispiel diese Online-Casinos wissen, dass ihr die so leicht stribbeln könnt, gönnen die sich richtig, indem die damit werben, dass die Motto nur Nutzer aus Schleswig-Holstein einladen. Ist ja klar, dass einfach die meisten angeben, dass die aus Schleswig-Holstein sind, aber in Wirklichkeit woanders leben. Und man muss auch nicht angeben, dass man aus Schleswig-Holstein kommt, sondern man kann sich auf den Seiten ganz normal anmelden mit Wohnsitz beispielsweise Niedersachsen und dann ganz normal spielen. Also man muss nicht Daten fälschen, um dort spielen zu können. Ja, aber genau das ist ja dann faktisch verboten. Warum zeigen die denn überhaupt so eine Werbung mit diesem schnellen Hinweis, dass das nur für Leute in Schleswig-Holstein zugänglich ist? Anstatt auch einfach dieses Aufrufen bzw. den Zugang zu der Seite für alle Bundesländer zu sperren. Warum wird damit quasi schon geworben, dass das nur für Leute mit Wohnsitz in Schleswig-Holstein gilt? Die gilt nur für Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthaltsort in Schleswig-Holstein. Hyperino! Ich mach das so ganz schnell so, nur Schleswig-Holstein, damit ich so kurz geil werde und dann, wisst ihr, da wollte ich extra draufklicken. So machen die. Also, ey, wie...
ist sowieso, was sagt ihr denn dazu, zu diesen Online-Casinos und zu den Werbungen und so? Ich finde es sowieso extrem, dass die sich so krass an diesem System vorbeischlingeln, ne? Mit diesem Schleswig-Holstein. Dass sowas in Deutschland überhaupt funktioniert, Digga, das ist echt faszinierend. Weil Deutschland ist immer so strukturiert und so klar eigentlich mit den Regeln, da entweder verboten oder nicht verboten, so, weißt du, wie ich meine, so? Dass man da jetzt so einen Schleswig-Holstein-Weg machen kann. Ich bin auch kein Fan von Glücksspiel und ich muss aber dazu sagen, ich bin halt einer, ich habe schon das ein oder andere Glücksspiel hier und da mal ausprobiert, eigentlich alles schon mal ausprobiert, genauso wie ich drugsmäßig schon fast alles ausprobiert, habe ich auch glücksspielmäßig schon fast alles ausprobiert, aber mein Vorteil ist halt, dass ich auf die meisten Dinge einfach nicht hängen bleibe so. Ich bin ein Suchtmensch, würde ich schon sagen, ich bin ein Suchtmensch, aber zum Glück nicht bei den falschen Sachen, Alter. Also so Jungs von mir teilweise, mit denen ich unterwegs war, dann der eine ist koksabhängig geworden, der andere ist spielsüchtig geworden. So, ich war dann halt auf Buffen-Vibes, so. Ich bin halt vom Gras mehr oder weniger abhängig geworden. Aber das war noch das kleinste Übel, wenn man es vergleicht, so, weißt du, ich meine? Hey, lass mir dir bitte eins gesagt haben, aber Ingame-Artikel in dem Video als Zitatquelle bzw. als Beweismittel gelten zu lassen, ist ungefähr so für einen Vollblut-Moslem bei McDonald's ein Big Tasty Bacon mit Speck zu bestellen und den Speck runterzunehmen und zu sagen, das ist Halal. Bruder, bist du jetzt auch Ex-Moslem geworden, dass du mir über Haram und Halal reden willst, oder? Ich küsse doch dein Auge, warum gehst du auf das Unwichtigste ein und nicht auf die verheuchelten und widersprüchlichen Aussagen von Knossi? Fakt ist, dass Knossi viel Geld verdient. Wie viel der jetzt genau verdient, ist nicht so wichtig wie die Tatsache, dass er durch sein Verhalten aktiv oder manche sagen auch vielleicht indirekt, wie so Casino-Sachen wirkt. Da bin ich halt auch so mit zweischneidigen Vibes am Start bei Knossi, ja? Weil ich fühle irgendwo das, was der ABK gerade sagt, so, ne? Von wegen, dass das nicht nice ist. Und auch in dem ersten Video fühle ich irgendwie, kann ich irgendwie verstehen auch. Und ich denke auch, dass es natürlich auch Jugendliche prägen kann, wenn so ein Knossi da durchdreht auf Spielautomaten und die dann auch Bock haben auf diesen Vibe, so. Auf dieses Geräusch alleine von den Automaten. Kennt ihr nicht? Ich war jetzt, weißt du, wo ich süchtig war nach Automaten? Mit 10 oder so. Sind wir immer mit den... Und ich sag dir, das ist kein Spaß, bei mir hat immer alles sehr früh angefangen so. Mit 10 oder so sind wir immer früher mit der Fußballmannschaft nach Schweden gefahren, da mussten wir auf einer Fähre fahren. Und wir haben immer schon unser ganzes Geld, was wir von der Mutter auf dem Weg mitbekommen haben, auf der Fähre in diese einarmigen Banditen verballert. Aber es war keine wirkliche Spielsucht, es war einfach so, ja geil, diese Geräusche, ding, 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 ding. Das ist wie Nintendo spielen. Und genauso ist es bei Knossi wahrscheinlich auch, dass da Jugendliche sich das reinziehen und sagen so, geil, oh, ich will auch, ich will auch. Und das finde ich halt nicht geil, aber ich finde Knossi irgendwie voll den geilen Typen so. Wenn ich einen Knossi mir angucke, wenn ich einen Knossi mir reinziehe, dann kriege ich positive Energie. Dann kriege ich positive Vibes, wenn ich mir seine Videos angucke auf YouTube beim Essen morgens oder so. Ich mag Knossi von wirklich von Herz, Herz, Herz so. Aber zweischneidiger Vibe, was sagt ihr denn dazu? Findet ihr, sowas sollte man unterbinden, dass man... zockt in der Öffentlichkeit und dafür Promo macht, oder findet ihr, das ist okay? Genauso wie es okay ist auch vielleicht, wenn Leute Drugs nehmen in der Öffentlichkeit oder ihr Ding machen halt einfach. Muss man immer sagen, dass es auch Vorbilder sind für die Jugend? Sollen die Jungs darauf achten? Was sagt ihr dazu? Zu Knossi ist seine Meinung. Erstmal muss ich dazu aber sagen, dass Knossi kein Werbedeal mit einem Casino hat. Bruder, willst du mich verarschen? Sag mal, der hat kein Casino-Deal. Warum wurde dann damals eine Zeit lang dieses Casino nach dem benannt? Der trägt sogar T-Shirts von diesen Casinos. Aber zu behaupten, Knossi würde es nicht jucken, wenn er 100.000 Euro... Ich kann mir halt auch wirklich vorstellen, wie ABK das auch in dem Video gesagt hat, dass die Jungs auf jeden Fall auch von den Casinos gesponsert werden im Sinne von, das habe ich aber auch schon mitgekriegt, dass die einfach halt einen Stack zur Verfügung gestellt kriegen, hier, nimm ein paar tausend, zock damit, mach Promo für unseren Laden so. Also ich weiß nicht, in welcher Welt ABK lebt, aber... Bruder, seit wann legen wir jetzt jedes Wort auf die Goldwaage? Entweder versuchst du jetzt hier meine eigentlichen Aussage auszuweichen, oder du hast mich nicht verstanden. Aber jetzt hier irgendwelche Haarspaltereien wegen Subjektivität zu führen, bringt uns auch nicht ans Ziel. Bei dem Eigentlichen ging es mir hier darum, dass ein Knossi sagt, der möchte ja niemanden zum Zocken animieren. Ich finde schon, dass man jedes Wort auf jeden Fall auf die Goldwaage legen kann in so einer Diskussion. Da wäre ich dann eher so, nicht seiner Meinung. So, da hat das ja früher immer nur... Aber er will natürlich den einen Punkt hervorheben, den er auch anprangern wollte. Aber man kann schon auch die kleinen anderen Themen drumherum so ein bisschen anschneiden. Er gemacht, er kennt nichts anderes. Wenn du ja immer schon privat für dich ein Zocker warst, bekommt das ja auch niemand mit. Dann werden halt vielleicht nur die Leute aus deinem privaten Umfeld mit in den Abgrund gerissen, wenn du die damit irgendwie beeinflusst. Aber wenn du das ja auf einer öffentlichen Basis machst, dann ist das ja deutlich schwerwiegender. Und genau um diesen Punkt geht's mir ja. Und auch allein, dass ein Knossi schon überhaupt so ein Statement mal gebracht hat, zeigt ja, dass er schon anscheinend ein paar Mal dafür kritisiert wurde. Weil ich denke jetzt nicht, dass der einfach so aus eigenen Stücken so ein Statement gemacht hat. Ja. Er hat halt aus seiner Leidenschaft aber einen Beruf gemacht, das darf man halt auch nicht vergessen, weißt du, wie ich meine, so, der hat ja früher auch Pokerstars und so moderiert, glaube ich, ne, der war ja schon immer im Thema Glücksspiel oder
Ja, du weißt doch, Glücksspiel, doch, nennt man Glücksspiel. Ich wollte noch ein anderes Wort finden, aber es ist Glücksspiel. In dem Bereich hat auch gearbeitet, stattgefunden, ist eine Leidenschaft von ihm. Und mit der Leidenschaft hat er sich jetzt halt was aufgebaut, so, ne? Hat sich halt rich gemacht, so. Er hat aus nichts was gemacht, das ist eigentlich so, das ist auch der Gedanke bei Hip-Hop. Weißt du, wie ich meine, so? Deswegen ist schon so, ja, wie gesagt. Da ist jetzt halt einfach das Problem, was ich auch in dem Video hatte, dich als Ehrenmann darzustellen. Trotzdem macht er Werbung dafür. Ah jo, Glücksspiele den Man. Beziehungsweise zu sagen, jo, ist doch nicht so schlimm, was ich gemacht habe, beziehungsweise Lootboy ist doch kein Problem, weil man muss da ja kein Geld investieren. Man kann Aufgaben erfüllen, um dann Sachen und Packs aufzumachen. Digi, ich kann auch Werbung für Casino machen und die Leute kriegen gratis Freispiele, ohne einzuzahlen. Ist es dann in deinen Augen auch korrekt? Weil es ist ja im Grunde das gleiche Prinzip wie bei Lootboy, oder? Wow, yo, vergleichen die mir allen Ernstes jetzt Lootboy mit Casino? Als ob es jetzt für Lootboy so Suchtgruppen gibt, dann wäre ich ja damals, als es zum Pokémon-Karten ging, ebenfalls süchtig gewesen. Da habe ich mir schon Pakete gekauft, für die ich monatelang Geld gespart habe. Und da war da richtige Scheiße drin. Das ist Lootboy und... Aber diese Sachen sind auch gefährlich, Mann. Da habe ich mir auch schon was durchgelesen. Das ist eigentlich das Glücksspiel der Kinder. Das ist das Glücksspiel der Kiddies. Das ist das Glücksspiel der jungen Leute, so. Also da muss ich Montana schon irgendwie teilweise recht geben, aber dazu muss ich hier an der Stelle natürlich auch ganz klar sagen, in diesen Thematiken, Lootboy, was das ist überhaupt, ich habe sowas noch nie benutzt und Glücksspiel und Casino und wer jetzt hier wo und was ähnliches, so da bin ich nicht in den Themen drin, ich weiß nur, dass darüber habe ich auch mal einen Bericht gesehen über diese Ingame-Sachen, wo man auch bezahlen kann und so, dass das auch Kids schon in richtige Scheiße reingeraten hat. Lootboy-Packs? Hast du Gutscheine gezogen, beziehungsweise Karten gezogen, um auf jackpot.de zu spielen? Diese Apps sind auch Abzocke, überall Glücksspiel, AMK. Ja, Bro. Das wird hier dann nochmal untermauert. Mein Vater hat mir beigebracht, ich soll keine Glücksspiele spielen und das mache ich auch nicht. Das kann einen in den Ruin treiben. Sehr guter Vater, Digga. Und das würde ich auch meinen Kids so mitgeben. Einfach gar nicht anfangen mit der Scheiße. Weil am Ende des Tages, ihr müsst auch checken, dass bei so Casino-Sachen, ihr könnt da nicht mit Gewinn rausgehen. Macht ja keinen Sinn. Wenn Casinos am Ende des Tages, wenn ihr alle Casinos der Welt zusammenfassen würdet, ne? Ihr fasst alle Casinos der Welt zusammen und rechnet mal aus, wie es am Ende des Tages aussieht. Gehen die mit Gewinn raus oder Verlust? Gehen die Besucher mit Gewinn raus oder die Casinos? Er ist ja klar, das Businessmodell Casino, wenn es das immer noch gibt, über die letzten, was weiß ich, wie viele Jahre, dass die am Ende des Tages immer mit Gewinn rausgehen müssen. Ich rede von am Ende des Tages. Also nicht heute, nicht morgen, sondern am Ende des Tages. Und wenn man das weiß, dann zockt man einfach, wenn man zockt, nur ein, zwei Mal und dann lässt man es. Ansonsten, ja, ist man, finde ich, nicht so richtig, ich will es nicht sagen, weil ich will niemanden diskreditieren. Warum geht die Kamera mal aus? Casino, 1 Million Freischips. Es geht hier nicht ums Zerstören, gar nicht, Digga. Ich mag ABK und ich finde in vielen Sachen, die er in dem Video... Am Ende des Tages Shoutout an Belasch. Stößchen. ...gesagt hat und auch noch sagt, hat er recht. Und Leute, jetzt mal ehrlich, ich bin zwar schon ein Spasti, ne? Aber für wie dumm haltet ihr mich eigentlich? Denkt ihr jetzt, wenn ich wirklich gewusst hätte, dass Lootboy für so Casinos Freispiele bietet, dass ich dann ein Video gemacht hätte, in dem ich... Kamera ist weg. I don't like that, man. Where you at, bro? Da ist er wieder. Servus. Welche Casino-Streamer kritisiere? Der Widerspruch ist doch so offensichtlich. Ich will mich doch nicht selber ficken. Sag ich dir ehrlich, ABK, hätte man auch irgendwie abchecken müssen vielleicht vorher, ja? Bevor man so ein Video macht, ob man nicht selber für sowas Werbung gerade gemacht hat. So weißt du, ich meine? Ich kann nämlich an der Stelle zugeben, dass ich das gar nicht wusste. Nicht wissen schützt vor Strafe nicht. Lootboy hat mir damals irgendwelche Super Mario-Bilder geschickt und ich bin direkt schwach geworden und hab das Placement direkt angenommen. Was aber jetzt auch natürlich kein Argument ist. Ich bin selber schuld, ich bin ein Spasti. Guck mal, bei mir weiß ja jeder, dass ich YouTube nur wegen dem Geld mache. Aber... Ja, das machen aber alle, Bro. Trotzdem mal so Casino-Werbung oder so Dating-Apps, also Sachen, die euch eigentlich schaden können, ablehnen. Und als ich das mit Lootboy jetzt dank Montana Black hier erfahren. Ja, Mann, das mache ich übrigens auch so, Freunde. Ja, falls ihr euch wundert, warum ich noch nie Werbung für eine App gemacht habe, auch Zocken-App oder so eine Shit, was die Jungs ja auch teilweise machen. Ich stehe da einfach nicht dahinter, yo. Ich kann nicht Werbung für was machen, was ich nicht selber feiere. Geht nicht über mein Ding weg, so. Geht nicht über mein... Es geht nicht über mich. Das geht einfach nicht. Dann habe... Wunder, ich habe denen geschrieben, ciao, Kooperation mit denen direkt beendet. Auch wenn das jetzt Geld war, was ich in meinem Leben noch nie mit YouTube verdient habe. Und ich natürlich... Aber jedes Spiel hat das mit den Coins, die man kaufen kann. Ja, ich glaube, hier in der Diskussion geht es jetzt auch gerade nur darum, dass Montana Black gesagt hat, dass er mit diesen Lootboy-Sachen, wenn man da irgendwie Coins gewinnt oder so ein Shit, dass man da auch Gewinne für ein Casino gewinnen kann, sodass man dann in einem Online-Casino spielen kann. Und das wäre
wäre dann eigentlich genau das gleiche, wie wenn du Online-Casino promotest, weißt du, ich meine? Dieses Geld gebrauchen könnte, weil ich bin Marokkaner, ich brauche immer Geld. Aber ich wusste nicht, dass man durch Loot Boy an Casinos rankommt. Die hat zu mir meinten, ja, die App ist ab 16, dies, das. Aber ich wusste ja nicht, dass das irgendwelche In-Game-Sachen hat, die dich dann weiterverleiten auf irgendwelche anderen Sachen. Und weil ich eben meinen Prinzipien treu bleibe, habe ich die Kooperation direkt beendet. Das finde ich stark, aber ich finde auch, bevor du eine Kooperation eingehst, solltest du schon abchecken, so, was geht da ab, was promoten die, was kann man da drin machen und was kann man nicht machen, so. Das wäre ich dann für einen Hurensohn, wenn ich andere Leute für sowas kritisieren würde, aber auf der einen Seite dann selbst dafür bewusst Werbung mache. Ihr werdet von mir also keine Lootboy-Werbung mehr sehen und auch keine Apps, die irgendwie indirekt bzw. versteckte Casino-Werbung machen. Sowas wird es auf meinem Kanal niemals geben und wenn es das jemals geben sollte und ich das erfahre, mache ich ein Video gegen diese App, die mich angeschrieben hat. Weil jede Firma, die mich anschreibt, ihr gottverdammten Missgeburten, immer sage ich euch, ich mache keine Werbung für so eine Scheiße. Aber wenn ihr mir diese hintenrum macht, Wallah, wenn ich mache Werbung, ich nehme euer Geld. Wenn ich dieses Geld bekommen habe auf Konto, mache ich ein Video gegen euch. Und er hat recht, natürlich. Ne? Casino kann gefährlich sein. Aber das, was er da jetzt sagt, ist natürlich auch das schlimmste Beispiel der Beispiele. Wie in vielen anderen Sachen auch. Das kann bei Kiffen sein, das kann bei Alkohol sein, das kann beim Glücksspiel sein. Ey, was sind das bitte für Beispiele? Wir wissen doch schon, dass diese Dinge, die du da jetzt genannt hast, Süchte hervorrufen können. Aber hier geht es noch um die YouTuber, die Werbung für verwerfliche Dinge machen. Und dass da am ehesten das Casino in Betracht kommt, ist ja klar. Oder sollen jetzt etwa noch YouTuber werben? Da fand ich jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, bei dieser Kevin Volta-Sache zum Beispiel, das war, glaube ich, das mit Dr. Smile und so. Und ich habe mich da jetzt im Thema nicht eingelesen, so, ne? Aber ich habe gesehen, dass Kevin Volta auf jeden Fall jetzt diese, der hat ja vorher so einen schiefen Zahn gehabt und dies, das. Das ist auf jeden Fall straight jetzt wieder. Und er hat in dem Video gesagt, dass er das feiert so. Ich weiß nicht, was daran verwerflich ist, wenn er dann da mit denen gearbeitet hat. Weißt du, ich meine, wenn er da ein Problem hatte und das gelöst wurde, ist doch nice, Digga, weißt du? Dann finde ich es cool, also, ich weiß nicht, ob er den jetzt hier eingeblendet hat, weil er das so sagen wollte oder einfach nur als Beispiel, so, weißt du? Gras und Alkohol machen. Am Ende ist jeder... Und ich muss aber auch sagen, dass ich das schon auch irgendwie ähnlich sehe, so. Ich sehe das schon ähnlich, wenn ein YouTuber-Streamer für Casino-Werbung macht oder ein Rapper für Gras-Werbung macht, so, weißt du, was ich meine? Obwohl ich bei Gras halt eher so auch wieder mit zweischneidigem Schwert messen muss, ich, sagen wir mal Teledin oder Hustensaft oder so eine Scheiße, weißt du, ich meine, wo man wirklich ganz klar sagen kann, Konsum auf Dauer fick dich weg, so. Ist genauso... beschissen. Kann einen Menschen genauso in eine Ruine treiben, kann er genauso fertig machen, wie wenn er süchtig wird vom Casino, oder? Chat? Seines eigenes Glückes Schmied. Der eine fängt an zu zocken, hat das gut unter Kontrolle, der andere hat es nicht unter Kontrolle. Da mit dem Finger auf Leute zu zeigen, die Casino-Content machen oder Casino-Werbung oder Casino-Streams oder Videos, dann mit immer auf den Finger mit den Leuten zeigen und sagen, ah, du bist daran schuld, bin ich nicht so ein Freund von. Bruder, darum geht's doch gar nicht. Ich hab doch nicht mal gesagt, dass ein Knossi für den Absturz aller Menschen schuld ist. Du hast doch noch selber ein paar Sekunden zuvor gesagt, dass du mir zustimmst, dass Glücksspiele sehr gefährlich sein können und man sogar am besten gar nicht damit anfangen soll. Glücksspiel kann sehr gefährlich sein. Und am besten ist es natürlich gar nicht. Glücksspiel zu betreiben. Safe. Da bin ich ganz mit LBK so. Aber gleich darauf sagst du im Folgesatz, dass du das scheiße findest, wenn man mit dem Finger auf die Leute zeigt, die dafür Werbung machen. Dann habe ich jetzt eine Frage an dich, Monte. Begünstigt die GAT 07, ich küsse dein Herz, Bro. Von YouTuber für Casinos den Punkt, dass die Leute erst gar nicht damit anfangen oder fördert es ihn? Bruder. Bitte, wir sind doch so. Also warum reden wir so den heißen Brei herum? Ja, mit Finger zeigen, bla bla. Wenn man doch deine Aussage... Da hat er gut so auf Ding auf Kamera geschnitten, gell? Ich mag sowas, wenn Ton auf Ding geschnitten oder ist. Oder fördert es ihn? Bruder, bitte, wir sind doch so. Also warum reden wir jetzt um den heißen Brei herum? Ja, mit Finger zeigen, bla bla. Wenn man doch deine Aussage gar nicht erst mit diesem Glücksspiel anfangen soll, warum sollte dann dafür geworben werden? Denn letztendlich jeder selber für sich wissen, was gut ist und was nicht. Und am Ende sind es nicht die Casino-Streamer, die das Geld in den Automaten tun, dass der Typ verspielt, sondern es ist der Typ selber. Ey, Hoya, ist das dein Ernst? Du willst mir jetzt wirklich sagen, dass wenn jetzt zum Beispiel du ein Drogendealer aus Rotterdam bist... Einfach Fenster auf, ja? Tschüss, Digga. ...kaufst und ich mir dann das Zeug in die Nase baller, dann willst du mir jetzt wirklich sagen, dass du definitiv keine Teilschuld daran trägst, dass ich diese Drogen konsumieren werde? Das ist halt ein krasser Gedankengang, man hätte ich so gedacht früher, dann... Ja, ist schon krass. Ich sage so, moralisch gesehen hat ABK recht am Ende des Tages. Ich bin trotzdem jemand, der sagt, ich weiß nicht, Mann. Ich kann mir vorstellen, dass du bist Rapper, du scheißt eh auf alles so, du hast Bock, Stories, machst Stories und so, bist gerade irgendwie voll im Vibe in der Party drin und snaps dann mal, wie du ein bisschen was nimmst oder irgendwie so, dann, ich weiß nicht, ich würde halt diese Leute da nicht komplett verurteilen, aber wenn man dann am Ende des Tages darüber nachdenkt, guck mal, ich sag euch so, mein Statement ist,
wenn du diese Gedanken im Kopf hast, ne, wenn du dir denkst, ey, ich bin eigentlich Vorbildfunktion, darf, soll ich das posten oder nicht, und du dann postest, dann ist Kacke. Aber wenn du nach reinstem Gewissen, also wenn du nicht darüber nachdenkst und denkst, ey, ich zeig einfach nur einen Teil von meinem Leben und poste, dann ist es nicht so verwerflich. Wisst ihr, was ich meine? Aber bei mir war es auch dann immer teilweise so, dass ich die Sachen schon im Kopf hatte und mir gedacht habe, okay, du könntest jetzt vielleicht dazu beitragen, dass einer wegen dir jetzt Bock hat, das auch zu machen, was du gerade machst. Deswegen poste es lieber nicht. So. Es ist schwer. Also ich muss sagen, ich habe da kein Statement für euch, wo ich sage, das ist jetzt mein Statement. Ich sehe das so oder so. So, ich glaube, das ist individuell auch zu beurteilen und keine Ahnung, vielleicht muss ich noch ein bisschen Erfahrung sammeln, um da am Ende des Tages noch ein Statement abgeben zu können. Weiter geht's. Die immer und immer wieder konsumieren werde und früher oder später aller Voraussicht nach in eine Drogensucht falle, weil ich ja deiner Aussage zufolge derjenige bin, der sich das Zeug selber in die Nase geballert hat. Und du wirst an deiner Logik nach kaum an meinem Absturz schuld, geschweige... Ich weiß halt, also ich als Abhängiger von einer gewissen Sache würde niemals meinem Dealer die Schuld geben, wenn ich abhängig bin oder abkacke oder mir irgendwas passiert so. Weil der Bruder macht auch nur seinen Job, um sein Geld zu verdienen. Ich kenne halt auch ein paar und ich weiß halt, ich weiß nicht, ich würde die, ich meine, die bedienen auch nur die Nachfrage. Ich will jetzt keine Dealer, doch, also nicht in Schutz nehmen so mäßig, aber die Perspektive auch zeigen. So die, ja, ja. Mehr sag ich dafür irgendwie rechtlich belangbar? Ja, wo du mal merkst, dass du kein Moslem bist. Das ist klar, Digga. Das ist halt, wie das Wort beinhaltet, Glücksspielen. Du spielst und entweder du hast Glück oder du hast kein Glück. Als ob ich das jetzt nicht wusste, Leute. Wenn ihr wirklich wissen wollt, was Glücksspiel ist und wie man sogar sowas berechnet, ohne dabei Geld zu verlieren, dann abonniert meinen Nachhilfekanal, weil da werde ich euch eines Tages mal Wahrscheinlichkeitsrechnen. Starker Kanal auf jeden Fall. Für alle Leute, die Mathe lernen wollen, zieht rein. Ich habe mir auch schon ein, zwei Videos reingezogen, einfach weil ich Mathe mag. Ja, bringe, dann seht ihr, wie das wirklich läuft. Naja, das Problem, was er gerade anspricht, ist ja ein YouTube-Problem. Würde ich jetzt mal sagen, dass bei YouTube Sexwerbung kommt, habe ich auch nie verstanden. Und dass deine Cookies gespeichert werden, also wenn du, keine Ahnung, bei Nike auf der Seite bist oder whatever. Die Frage ist halt, wenn du bei allen Sachen so als Moralapostel an die Sache gehst, dann kannst du halt fast gar nichts mehr machen. Du verbietest jedem sein Content und sein Ding so. Ne? Ich bin eigentlich ein Fan davon zu sagen, dass die Menschen, dass, keine Ahnung, dass die Eltern sich um ihre Kinder vernünftig kümmern sollen, dass die Eltern das auf dem Schirm haben, was die Kinder sich reinziehen, was die sich als Vorbild nehmen oder was nicht. Natürlich gibt es halt auch Kinder, die keine Kontrolle, keine Eltern haben oder keine Menschen haben, die sich wirklich so, die Kinder wirklich kontrollieren und gucken, was die sich reinziehen und so. Weil ich glaube, am Ende des Tages ist das Wichtigere. Der wichtigere Punkt ist, dass die Eltern ihren Kindern vernünftige Werte mit auf den Weg geben, sodass Kinder, wenn sie dann konfrontiert werden mit Drogen, mit Glücksspiel, mit Alkohol, mit teuflischen Sachen einfach, genau wissen, wie sie damit umgehen müssen, beziehungsweise wissen, dass sie sich davon fernhalten sollten. Und dort shoppst und später irgendwo bei Facebook oder YouTube unterwegs bist, kriegst du diese Werbeanzeigen an der Seite. Das war ja schon immer so. Oh Mann, das ist so traurig. Viele Leute begehen Suizid. Das war ja schon immer so. Ja, und jetzt ist es in Ordnung, oder was? Wenn du diesen Punkt schon aufgreifst, dann gehört da angeprangert. Nicht einfach so, ja, es ist immer so. Es gibt auch so andere Sachen, wie zum Beispiel unnötig überteuert. Stimme ich ihm zu, dass man dann in dem Satz auch sagen kann, so feiere ich die nicht. Energy Drinks für die YouTuber Werbung machen. Am Ende hast du halt runtergerechnet, ne? Eine Portion, die du dir machst für 56 Cent. Ne? Wenn du dir jetzt eine Dose Red Bull Energy kaufst, ist es doppelt, dreifach so teuer und hast noch weniger. Also, was ist das für ein Angriffspunkt, Digga? Monte Woodler, auch wenn ich dich mag, du hast auch an dieser Stelle wieder falsch geschlussfolgert. Ich habe gesagt, dass diese Hemmschwelle, sich ein Produkt für 45 Euro zu kaufen, hoch ist. Wenn du mir schon mit diesem Red Bull-Vergleich und so kommst, dann biete mir doch erstmal eine Probepackung von Gamers Only an. Die dürfen auch meinetwegen teurer als 1 Euro pro Portion sein. Aber Fakt ist, dass ich ja bei dir, bei deinem Gamers Only-Produkt da, muss ich ja erstmal daherkommen und 45 Euro ausgeben. So, hätte man vielleicht ein bisschen besser machen können. Ah, ausführlicher. Ich will jetzt alles im Form vom Dreisatz aufschreiben. 80 Portionen kosten ja 45 Euro und eine Portion... Ach du Scheiße. Das kostet ja 56 Cent. Ganz einfach mit Dreisatz, würden wir so machen. Wir würden die 80 hier geteilt durch 80 machen und erhalten ja dann eine Portion. Und hier würden wir die 45 ebenfalls durch 80 teilen und erhalten ja dann den Preis, der auf der Seite steht, pro Portion 56 Cent. Und das Krasse ist ja, wenn man jetzt den Mr. Krabs spielen möchte und möchte richtig sparen und hier und so. Eigentlich, Monte, Bruder, sagt ehrlich, das ist jetzt richtiger Huren, dass ich das sage. Aber wenn ich jetzt diese 56 Cent, die auf der Seite stehen, mal 80 rechne, erhalte ich 44,80 Euro. Wir wurden also, glaube ich, um 20 Cent gerückt. Da steht ja für eine Portion brauchst du so und so viel. Oh shit, dann hat er den noch exposed, oder was? Menge, scheiße. Ne? Es könnte auch sein, dass das gar nicht für 80 Portionen reicht. Es kann ja sein, dass
manchmal ein bisschen mehr nehmen, ein bisschen weniger. Und vor allem so Suchtis, die viel Energy Drinks trinken, ich trinke auch ab und zu sogar, ich bin ehrlich, für die wird das vielleicht gar nicht reichen. Und Monte, ausführlich genug, Bruder, wenn du willst, Pythagoras, ich hab auch seine Mutter gefickt, aber komm auf meinen Nachhilfe-Kanal. Geil. Auf jeden Fall da bei diesen Energy Boostern, da muss ich auch ganz klar sagen, ich meine, ich bin ja auch bei SEC Plus und Matthias Clemens hat ja zu dem ganzen Thema auch schon ausführliche Videos gemacht und so. Da bin ich auf jeden Fall auf der Seite auch von SEC Plus. Ich bin auch auf der Seite, dass man halt gerade die jugendlichen Leute, die halt zum Zocken sich extra so einen Booster reinziehen, dass man da halt wirklich schauen sollte, dass man da humane Preise auch nimmt und dass man da die Jungs nicht, also die Kids da nicht noch abzieht. Und dann, weißt du, wie ich meine? Auf der anderen Seite natürlich, Montana zwingt niemanden dazu. Ich rede hier gerade nur aus meiner eigenen Sicht, ob ich selber machen würde oder nicht. Ich selber würde es nicht machen. Ich selber würde so einen Booster, den er promotet, nicht promoten. Ich würde entweder einen gucken, dass ich einen günstigeren Booster an den Start kriege, so, der auch, der preis-leistungsmäßig einfach auch fair ist, so, meiner Meinung nach. Oder halt gar nicht sowas machen. Ja, ich würde sowieso, wenn dann nur für Fitness so ein Ding machen. Aber ja, weh schon. Das aber, dass ich bei Gamers Only. Zieht euch dazu gerne auch mal die Videos rein von Matthias Clemens auf dem SEC Plus Kanal. Ne, auf seinem privaten Kanal, glaube ich. Da hat er nämlich auch 2, 3 ausführliche Videos über das Thema Gaming Booster gemacht und auch über Inhaltsstoffe und Produktion und was das kostet und so. Da bin ich nämlich selber gar nicht so im Thema. Einen Energy Drink zum Preis von 56 Cent kaufen kann. Ich muss 45 Euro ausgeben für 80 Portionen von einer einzigen Sorte. Was, wenn mir das nicht schmeckt? Dann gebe ich doch lieber runtergerechnet mehr aus, aber hab dafür eine breitere Auswahl an Energy Drinks. Wenn man eine Dose Energy vergleicht, dann ist es doch günstiger bzw. gleich teuer. Ja, ich glaube schon. Keine Ahnung. Sollte aber Gamers Only. Aber ich glaube halt, die Inhaltsstoffe, das ist. Ich meine, ich bin nicht im Thema, aber so wie ich es gehört habe, wird das Ding irgendwie für nicht mal 5 oder 10 Euro produziert und für 45 verkauft. So. Und da ist halt schon. Muss jeder für sich wissen. Probepackungen angeboten haben, weil das weiß ich ehrlich gesagt nicht, dann fällt natürlich dieser Kritikpunkt hier weg und ich heule auch nicht mehr so rum. Aber es geht mir einfach zusammengefasst darum, dass ich halt 45 Euro für Produkte ausgebe, die ich vorher nicht mal testen konnte. Wenn ich jetzt für 1 Euro so einen Haruita Energy Drink aus Lidl kaufe, der gar nicht schmeckt und so, dann kann ich ihn auf Haram wegkippen mit bisschen Herzschmerzen. Aber bei so einem 45 Euro Ding, wenn mir das nicht schmeckt, da sieht die Welt schon anders aus. Ey, und Monte, Bruder, bitte mach keinen Scheiß und lass mal zusammen ein paar Ladyboys ficken gehen. Ich meine das ernst, wir bestimmt Lachkicke, gell? Du ekelhafter Dicker. Transcendent Motherfucker. Gib mir dem Tranny Vibes, man. Tranny! Die zwei ekligen Dinger, aber die passen auch zusammen, ne? Ich find's krass, dass die so, die haben beide auch Montana Black und ABK, auch sehr harte Communities auf jeden Fall am Start. Sind beide, ja, haben beide sehr starke Communities am Start. Gehen beide richtig gut ab auf YouTube. Ja, Mann. Aber es ist auch kein Beef, was die hier haben, sondern die triggern sich ein bisschen, kitzeln sich ein bisschen gegenseitig. Ist so lustig. Mein Statement am Ende ist, versucht einfach von nichts abhängig zu sein. Versucht einfach von nichts süchtig zu werden. Das kann ich euch nur mitgeben. Ich selber habe Süchte in meinem Leben, über die können wir auch gerne nochmal reden. Aktuell immer noch Süchte auch am Start. Und mir geht's am allerbesten, wenn ich keine Süchte habe. Ja? Diese Abhängigkeit von der Sache ist halt einfach scheiße so. Diese Abhängigkeit von der Sache, ihr könnt nur das und das machen, wenn ihr das und das habt oder das und das macht oder das und das tut. Das ist halt immer kacke. So baut ihr euch halt leider viele Türen noch zu.